4 Punkte aus 3 Spielen. Zugegeben, Energie Cottbus ist schon besser in die Saison gestartet. In Anbetracht der diesjährigen Umstände aber ein vertretbares Ergebnis. Nach gerade einmal 6 gemeinsamen Wochen und keinem Trainingslager muss sich die Mannschaft eben erst einmal richtig finden. Ob die englische Woche da genau das Richtige ist, kann man so oder so sehen. Gegen Preußen Münster bewiesen die Spieler jedenfalls, dass sie sich aufeinander verlassen können. Vor allem er war einer der Besten. Kevin Müller sicherte hinten alles ab und hatte maßgeblichen Anteil an dem 0:0. Nun gilt es, die Erfahrungen vom Mittwoch auszubauen. Denn schon morgen steht das nächste wichtige Spiel an. Mit Rot-Weiß Erfurt erwartet Cottbus beim zweiten Heimspiel zugleich auch das zweite Derby. Das sollte zusätzlich Motivation geben. Wir müssen gucken, dass wir das, was wir in Münster über weite Strecken auf den Platz gekriegt haben, dass wir das hier auch wieder hinkriegen mit dieser Intensität. Dann, glaube ich, haben wir eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber das ist halt die Pflicht, die wir haben, das auf den Platz zu bringen. Das haben wir gegen Osnabrück geschafft, das haben wir gegen Dresden nicht geschafft, mit der Konsequenz, dass wir es verloren haben. In Münster haben wir es wieder geschafft, mit der Konsequenz, dass meiner Meinung nach wir das Spiel hätten gewinnen müssen in der zweiten Halbzeit. Auch wenn das von den Herren in Münster ein bisschen anders dargestellt wird. Aber jeder hat ja eine eigene Sichtweise auf so ein Spiel. Das ist, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Von der Leistung her wird die Partie wohl ein Spiel auf Augenhöhe sein. Denn wie der FCE erzielten die Erfurter einen Sieg, eine Niederlage und einen Unentschieden. Und auch bei den Spielern müssen sie verletzungsbedingt auf einige verzichten. Bei Cottbus fehlt wie schon gegen Preußen Münster Leonard Kaufmann. Er muss weiterhin sein Muskelfaserriss auskurieren. Ebenfalls verletzt ist Fritz Pflug. Im Training hat er sich einen Finger an der rechten Hand gebrochen. Dafür kehrt Manuel Zeitz nach der 2-wöchigen Sperre in den Kader zurück. Der Mittelfeldspieler kann es kaum abwarten, wieder aufzulaufen. Ja klar, schaut keiner gerne zu. Und mit einer roten Karte ist das Ganze, glaube ich, noch bitterer, wenn man dann zuschauen muss. Von daher bin ich natürlich froh, wieder dabei zu sein. Und ja, hoffe, ich kann der Mannschaft damit helfen. Auch wenn Cottbus in der noch jungen Saison einige Tiefschläge hinnehmen musste, der Spaß und vor allem der Wille nehmen bei Energie noch lange nicht ab. Also ich bin jetzt jemand, der sich eher mit den Spielern befasst und beschäftigt und seine Energie in die Spieler steckt, die da sind. Es nützt mich ja nichts, jetzt irgendwelchen Spielern hinterher zu jammern, die uns im Moment eben nicht zur Verfügung stehen. Die anderen zeigen mir in jedem Training und auch in den Spielen, mal Dresden mit Abstrichen, dass sie das genau verkörpern, was wir von ihnen haben wollten. Und irgendwann, wenn dann die Jungs, die uns jetzt fehlen, zurückkommen, wird uns das eher noch stabiler machen. Auf den Tag freuen wir uns, aber dem hinterher zu jammern, bringt ja relativ wenig. Und anderen Mannschaften fehlen hier und da auch mal Spieler. Also das wäre mir jetzt zu billig, nur auf die abzuheben, die nicht dabei sind, sondern ich kümmere mich lieber um die, die da sind. Im heutigen Training schmiss sich jedenfalls jeder mit vollem Körpereinsatz in die Zweikämpfe. Geht Energie morgen gegen die Erfurter genauso vor, stehen die Chancen gut, den ersten Heimsieg in Liga 3 einzufahren. Oh! Ja! Gut, Uwe!